Was geht ab, meine lieben Freunde? C zu dem X, Krix am Start und heute habe ich ein neues Video für euch mitgebracht. Und zwar zeige ich euch im heutigen Video, wie ihr die Duffelbag-Tasche nach dem Patch 1.37 bekommen könnt. Die Tasche könnt ihr euch natürlich abspeichern und im Anschluss könnt ihr auch die Tasche auf andere Outfits übertragen. Kurz bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, wollte ich euch noch auf unsere Unlock Alls hinweisen. Das heißt, wenn ihr jetzt einen richtig geilen Unlock All in GTA Online haben wollt, dann checkt doch einfach mal den ersten Link unten in der Videobeschreibung ab und dort könnt ihr euch einen richtig geilen Unlock All gönnen. Dann wollte ich mich auf jeden Fall auch nochmal bei Fraps, Zeddy und WFG bedanken, da sie mir bei diesem Glitch geholfen haben. Die Links zu den drei Jungs findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch schon direkt mit dem Glitch an. Als erstes müsst ihr euch zu einem Apartment begeben, wo ihr einen Raubüberfall starten könnt. Seid ihr jetzt im Apartment angekommen, müsst ihr den Fleckerüberfall starten. In der Missionslobby angekommen, dürft ihr wirklich nichts an den Einstellungen verändern, sonst wird es später nicht funktionieren. Nun ladet ihr einfach einen beliebigen Kumpel ein, damit er euch bei diesem Glitch hilft, denn diesen Überfall kann man leider nur mit zwei Personen starten. Seid ihr jetzt hier an dieser Tafel angekommen, müsst ihr euch als Bohrer einstellen, denn dieser wird am Ende den Duffelbag anhaben. Der Fahrer wird keinen anhaben, deswegen müsst ihr als Bohrer spielen. Habt ihr jetzt die Mission gestartet und ihr könnt euch hier ein Outfit auswählen, wählt ihr das geschäftliche Outfit aus und könnt die Mission auch schon starten. Habt ihr jetzt die Mission gestartet und ihr seid auf der Straße gespawnt, öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht zum Stil, geht dann ganz runter zu den Helmvisieren und switcht diesen ungefähr für 30 Sekunden lang. Ganz wichtig hierbei ist, dass wenn euer Helmvisier am Anfang auf nach unten stand, es nach 30 Sekunden switchen auf nach oben stehen muss. Umgekehrt dann genau dasselbe. Nachdem ihr das Visier jetzt 30 Sekunden lang geswitcht habt, drückt ihr auf die PS-Taste und startet dann Media Player, YouTube, Netflix oder irgendeine andere Anwendung, damit GTA in den Ruhemodus gelangt. Habt ihr das dann gemacht, könnt ihr auch schon wieder zurück in GTA Online gehen, dann solltet ihr eine Meldung bekommen. Diese müsst ihr dann bestätigen und warten, bis ihr in einer öffentlichen Sitzung spawnt. Auf der Xbox One funktioniert es ja glaube ich genauso, aber am PC funktioniert das halt nicht mit diesem Ruhemodus. Deshalb müsst ihr dann in diesem Überfall circa 15 Minuten warten, bis ihr gekickt werdet. Anschließend befolgt ihr halt ganz normal alle Schritte, die ich jetzt gleich im Video erwähnen werde. Seid ihr dann in der öffentlichen Sitzung gespawnt, müsstet ihr einen Fallschirmrucksack anhaben und wenn das der Fall ist, habt ihr bis hierhin alles richtig gemacht. Dann öffnet ihr euer Interaktionsmenü und registriert euch als CEO. Habt ihr euch jetzt als CEO registriert, müsst ihr wieder euer Interaktionsmenü öffnen und geht dann zu den CEO-Verwaltungseinstellungen. Hier müsst ihr dann bei den Outfits einmal nach links und einmal nach rechts switchen und ihr müsstet bemerken, dass ihr euren Duffelbag auf eurem Outfit anhabt. Wenn das der Fall ist, könnt ihr euch jetzt zu einem beliebigen Bekleidungsgeschäft begeben und dieses Outfit mit dem Duffelbag abspeichern. Gleich werde ich euch auf jeden Fall auch noch zeigen, wie ihr den Duffelbag auf andere Outfits übertragen könnt. Habt ihr jetzt ein Outfit mit dem Duffelbag abgespeichert, müsst ihr euch nur noch einen Helikopter besorgen und ganz hoch in die Luft fliegen. Seid ihr jetzt oben angekommen, drückt ihr einfach Dreieck, sodass ihr aus dem Helikopter rausspringt. Nun habt ihr einen Fallschirm an und diesen müsst ihr dann in der Luft öffnen. Anschließend öffnet ihr euer Interaktionsmenü, geht dann zu den Outfits und wählt jetzt das Outfit aus, wo ihr gleich den Duffelbag drauf haben wollt, aber das Ganze müsst ihr noch nicht bestätigen. Gleich kommt es auf jeden Fall auch ein bisschen auf Timing an, und zwar wenn euer Charakter jetzt auf dem Boden gelandet ist und jetzt die Fallschirmanimation hat, das heißt er zieht gleich den Fallschirm aus und genau in diesem Moment müsst ihr das Outfit im Interaktionsmenü bestätigen. Und das war's jetzt eigentlich auch schon, wie ihr seht habe ich jetzt den Duffelbag einfach mal auf einem anderen Outfit drauf und mit diesem Outfit könnt ihr jetzt zu einem beliebigen Bekleidungsgeschäft gehen und dieses Outfit ganz normal abspeichern. Und das soll es dann auch schon wieder mit dem Video gewesen sein, meine lieben Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Außerdem, wenn ihr jetzt oben rechts auf unser Profilbild drückt, könnt ihr uns abonnieren. Unten links und unten rechts findet ihr unsere letzten Videos. Die Social Media Links haben wir euch natürlich auch in die Videobeschreibung gepackt. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.